Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Oh, und zwar machen wir heute ein Get Ready With Me, ein leichtes Make-up in dieser Affenbullenhitze. Und ja, und dann kann ich euch ja erzählen, warum jetzt die Woche so kein Video von mir kam. Genau, jetzt merke ich gerade, ich habe keinen Spiegel. Moment kurz. Genau. So, da sind wir wieder. Jetzt habe ich mir kurz den Spiegel noch geholt. Und ja, dann legen wir los. Moment, ein bisschen näher vielleicht. Die Produkte, die ich verwende, verlinke ich euch in die Infobox, weil wenn ich das jetzt alles hier vorzeige, dann sind wir, glaube ich, morgen früh noch nicht fertig. Deswegen machen wir das so. Oh Gott, ja, so sieht man aus, wenn man schwitzt. Ja. Jedenfalls fangen wir erstmal mit der Grundierung an. Ich mische mir da zwei Komponenten zusammen. Ja, aber wie gesagt, alles unten in der Box und dann tragen wir das uns etwas auf die Stirn. Genau. Ja, ich mache das jetzt mit den Fingern, weil ich jetzt einfach kein Ei benutzen möchte zurzeit. Irgendwie bin ich total auf dem Trip. Ich trage es lieber mit den Fingern auf. Genau. Oh Gott. Und deswegen geht es auch etwas schneller so, denke ich. Hoffe ich. Ja. Ja, warum die Woche kein Video kam, lag einfach daran. Erstens war es sehr warm. Es ist jetzt ja immer noch. Zweitens hatte ich irgendwie überhaupt keine Lust. Ich war so in einem Tief drin. In einem YouTube-Tief. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich total keine Lust und ich weiß es auch nicht. Und dann dachte ich, aufnehmen wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Aber irgendwie hat mir so, ja, die Lust gefehlt. So, der Elan. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat mir das nicht gefallen. Und ja, da ging mir YouTube irgendwie, ja, so ein bisschen auf den Sack irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie so ein Tief hatte ich. So ein YouTube-Tief. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, der selber Videos macht. Der dort ist wahrscheinlich, können der das schon mal hatte. Da hat man echt keine Lust, irgendwas zu drehen. Und ja, ich weiß auch nicht. Jetzt dachte ich mir, setze ich mich wieder hin und drehe ein Video, ein kleines Get Ready With Me und quatsch so ein bisschen mit euch. Ich habe jetzt ein Pinsel und erzähle eben, warum ich so kein Video gemacht habe die Woche. Und deswegen, ja, irgendwie war diese Pause ja ein bisschen nötig. Ich weiß auch nicht, irgendwie keinen Elan gehabt, keine Lust. Ich weiß auch nicht, woher das kam plötzlich. Und ja, dann gingen noch Abonnenten flöten und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie
habe ich so das Gefühl gehabt oder ein bisschen immer noch da. Aber jetzt ist es nicht mehr so stark, dass ich irgendwie in einer Tretmühle bin. Es geht nicht weiter. Es stagniert so ein bisschen. Und ja, es ist irgendwie, ja, tretmühlenmäßig halt, ne? Fühlt man sich da. Und dann denkt man, ja, hat es noch Sinn oder nicht? Und ja, so Gedanken hat man halt, ne? Aber ich finde halt einfach, dass YouTube eben Spaß machen sollte. Und wenn man irgendwie merkt, gerade ist es nicht so, wenn man mal so eine Phase hat, dann sollte man auch nicht drehen. Aber ja, es ist halt irgendwie so, ne? Heute hatte ich wieder ein bisschen Lust zu drehen. Und dann dachte ich mir, dass ich das heute mal machen könnte. So ein kleines Get Ready with Me mit Quatschen und ja, jetzt tue ich das mal geschwind ein bisschen setzen lassen. Jetzt sette ich kurz meinen Concealer, dass das hebt. Ja. Ja, genau. Ich kann schon verstehen, wenn manche keine Lust mehr haben und aufhören, aber. Ja, vielleicht kommt es bei mir auch irgendwann, wer weiß es. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es nicht da. Keine Ahnung. Ich hatte nur ein Tief. Also keine Angst, ich will nicht aufhören oder so. Aber es war halt schon im Hinterkopf war es drin auf jeden Fall. Aber ich dachte mir dann, nee, warum soll ich mich vertreiben lassen? Nö. Ich meine, jetzt hat mich ja niemand vertrieben, aber. Ja, ich weiß nicht. Kam einem halt so vor, keine Ahnung. Irgendwie hatte man keine Lust und war antriebslos. Ja, so habe ich mich ein bisschen gefühlt, so, hätte es auch noch nicht so, aber ich habe wieder mehr Lust jetzt, ein bisschen, und ja. Ruht euch nicht erstmal ein bisschen ab hier mit dem Nude-Puder. Wie gesagt, ich schreibe alles in die Infobox. Ja, bei dem Wetter ist es echt krass, dass man so scheiße glänzt hier. Naja, jedenfalls bin ich heute ein bisschen besser drauf und bin ein bisschen in Drehlaune. Und dann dachte ich, ich drehe was für euch. Und deswegen dachte ich, ich setze mich heute mal hin. Und ja, mache das. Weil jetzt bin ich nicht mehr in so einem Tief drin. Jetzt geht's wieder. Und ja, so, jetzt hat man wieder einen gleichmäßigen Teint. Jo. Sozusagen. Genau. Jetzt kommen wir zu den Shot. Ups. Das war schön hintergreifen. Da liegt das ganze Zeug. Ich muss das erstmal hier auf den Boden tun. Genau. So. Wir machen mal ein ganz einfaches Amu heute. So, weil bei der Hitze, ne? Das ist das Beste, würde ich sagen. Und deswegen machen wir das heute mal. Jo. So. Ach, das ist ein toller Ton. Leider gibt es den nicht mehr. Das ist der von Catrice, der Fancy Cup of Tea. Nur leider gibt es den ja nicht mehr. Deshalb
Ja. Schade. Ich weiß nicht, ich habe auch die Woche so kaum bunt getragen, weil mir einfach nicht danach war. Ich habe wirklich eher so beige und braun und so weiter getragen, weil ich irgendwie ja nicht mal Lust auf bunt hatte. Keine Ahnung. Heute eher so minimal. Aber ja, okay. Jetzt betone ich nur kurz die Nietfalte mit einem braunen Ton. Wie gesagt, heute nicht viel Schnickschnack, sondern einfach nur ein minimales Amo bei der Wärme. Ich kann auch nachts überhaupt nicht pennen, ne? Das ist so warm, ey. Immer mit Wasserspray bewaffnet. Also, es ist echt zum Kotzen, ne? Dass das so eine Hitze ist, das ist echt nicht mehr normal. Ich gehe echt ein wie eine Prime bald hier. Also, ich laufe hier nur noch mit Wasserspray rum und fächel mir irgendwie Luft zu. Das ist echt hammerhart und nicht mehr schön. Also, und das ist wirklich nicht mehr feierlich, ehrlich war. Also, da wird der Hund verrückt. Da werde ich verrückt. Da werde ich echt verrückt. So. Jetzt machen wir uns ein bisschen Farbe rein. Wie man kann. Schon wieder warm. Ich kann nicht gleich wieder duschen. Also da geht man duschen und kann gerade wieder duschen. Eigentlich ist auch blöd, dass man sich schminkt bei der Hitze, aber irgendwie weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Braucht man das für den Wohlfühl? Faktor irgendwie. Ist ja nur leicht. Vielleicht nicht so bam, bam in your face. So, jetzt tragen wir noch den Eyeliner hier auf. Oh, der ist ja wasserfest, da kann eigentlich nicht viel passieren. Der hält eigentlich ganz gut. Ich war jetzt auch die ganze Zeit noch auf der Suche nach diesem Balea Aquaspray, aber scheint die ganze Zeit ausverkauft zu sein. Jetzt hatte ich mir überlegt, vielleicht heute nochmal loszuziehen, aber bei der Hitze überlegt man sich das ja 100 Mal, ob man geht oder nicht. Von daher, ja, es ist doch, ja, überlegt man sich das doch dann zweimal, ob man geht oder nicht, aber mir ist es einfach zu heiß. Also das ist wirklich, wirklich mörderisch zurzeit. Ich meine, ich mag den Sommer. Keine Frage. Aber so extrem, dass man nicht mehr atmen kann, richtig. Also das ist schon krass.
Das ist schon krass. Ich meine, ich denke mir manchmal, in der Stadt ist es noch ein bisschen krasser. Wie jetzt auf dem Land. Da hat man. Ist man nicht so beengt, es ist nicht so heiß durch den Smog und so weiter, aber. Es ist trotzdem irgendwo warm. Weil man denkt, ja. Es ist heiß trotzdem, ne? Also das lässt sich da nicht vermeiden. So. So, Dille. Ja, das ist okay, würde ich sagen. Gut, dann ein bisschen bronzen. Ein bisschen Frische, ein bisschen Frische. Frisch ins Gesicht. Und ans Doppelkinn. Ans Doppelkinn. Ja. So, ein bisschen Rouge, ein bisschen Blush, Rouge, Blush oder Rouge. So. Das ist ein richtiger Summer Glow Look. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen schon, ne? Wenn man nicht so glänzend hält. Naja, man kann es nicht vermeiden, ne? So. Ein bisschen Highlighter, mein so Glow. Aber wie gesagt, alle Produkte, die ich hier verwende, man get ready with me, schreibe ich in die Infobox. Das können wir dann auf jeden Fall nachlesen, weil ich habe jetzt auch nicht alles gezeigt. So, genau. Und das ist jetzt quasi mein Look für heute. Gut, die Haare sind halt verschwitzt, aber gut. Jetzt habe ich hier so ein, das ist dieses Face Make-up Fixing Spray von P2, aber da ist nur Wasser drin. Da habe ich, das habe ich ausgeschüttet quasi und das sprühe ich mir jetzt übers Gesicht, der Dekolleté. Einfach zur Erfrischung und zur Fixierung. Ja, genau. Und das wäre jetzt mein Hitze-Make-up quasi. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, diese Art von Video. Schreibt mir mal, ob euch das gefällt, wenn ich nicht die Produkte zeige, sondern die eher in die Infobox setze, während ich mich jetzt hier Full Face schminke. Ja, auf jeden Fall ja, war es das jetzt. Es kommt noch ein Tag die Tage noch. Ich bin nämlich getaggt worden von meiner lieben Nadelmaus. Knutschte ich süße. Und da kommt noch ein Tag auf euch zu. Genau. Denk mal, er kommt nächste Woche dann online. Genau. Gott, habe ich eine rote Uhr hier in der Kamera? Naja. Okay, meine Lieben, dann war es das jetzt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.